Sie werden wach in der schönsten Stadt der Welt, in der Sie sogar eine kleine Weltreise machen können, ohne Berlin zu verlassen. Alles, was Sie für diese Weltreise brauchen, ist ein Tag Zeit, eine ABC-Tageskarte der BVG, eine Kamera wäre gut und ein Mann aus Moabit, Lasse Walter. Dieser Fotograf beweist mit seinem neuen Fotoband, es gibt genügend Ecken vor Ihrer Haustür, die aussehen, als wären Sie in Moskau, in Paris, Rom, Indien oder Japan. Ja, unser Berlin-Reporter Christian Fuchs hat den Berliner Fotografen eben mit seinem Reporter-Truck abgeholt und ist mit ihm auf Weltreise gegangen. Jetzt sind die beiden schon in London unterwegs. Good morning, Simone. Good morning. Ich habe mich gerade mal ein bisschen umgeschaut. Eigentlich irritiert mich das ein bisschen. Die Autos müssten eigentlich links fahren aber rechts. Denn wir sind natürlich nicht in London. Wir stehen hier in Tiergarten vorm Rathaus Tiergarten mitten in Moabit. Und hier gibt es ein kleines Stückchen London. Das ist ungefähr, sagen wir mal 1 bis 2 Quadratmeter. Eine große rote Telefonzelle, so wie Sie sie tatsächlich aus London kennen. Insgesamt 5 dieser Telefonzellen, die stehen in ganz Berlin rum, an der Greenwich-Promenade zum Beispiel oder auch am Färbeliner Platz. Und jetzt muss ich mal Lasse suchen. Vielleicht hat er sich... Lasse, wo bist du? Ach hier. Moin, hallo. Guten Morgen. Hast du dir schon einen Tee geholt? Der ist natürlich standesgemäß. Es ist ein Kaffee. Ich bin nicht so der Tee-Fan, aber... Passt. Wie bist du eigentlich damals auf die Idee gekommen, dass du gesagt hast, ich suche mir Orte in Berlin, die eigentlich aussehen, als wären sie ganz woanders und mach da Fotos? Ja, das ist 4 Jahre her. Da habe ich im Internet ein Bild gesehen mit so 3 Mädels vor einem Hochspannungsmast. Und da hat dann jemand drunter geschrieben, seid ihr in Paris? Und das fand ich halt so bekloppt, dass ich gesagt habe, das hat ja gar nichts mit Paris zu tun. Nee, also da reicht offensichtlich nur so ein Metallgerüst und die Leute denken, es ist der Eiffelturm. Und deswegen dachte ich, okay, das geht besser und das geht auch in Berlin. Und da habe ich angefangen, eben Orte zu sammeln und diese Telefonzelle hier in Moabit kannte ich schon und damit ging es los und letztendlich sind es 45 Orte in Berlin geworden. Zum Eiffelturm gehen wir ja nachher auch noch. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass diese Telefonzellen in Berlin stehen? Du kennst die Story dahinter. Ja, die Briten haben uns das nach dem Weltkrieg geschenkt als Symbol der neuen Technik, die jetzt inzwischen ja nicht mehr so neu ist. Also sind noch 5 in Berlin übergeblieben. Und wir machen auch gleich mal den Test und ich kann schon vorab mal sagen, es funktioniert wirklich, denn die an der Greenwich-Promenade in Tegel, da habe ich tatsächlich mal mit 2 Freundinnen ein Foto gemacht, habe das dann auf Facebook gestellt und da kamen wirklich die Kommentare, ach, du bist gerade in London, krass, ich bin auch gerade in London und so. Also da kann man die Leute wirklich foppen. Ja. Wir machen das gleich mal und dann werden sie sehen, es sieht tatsächlich aus, als wären wir in Great Britain. Okay. Wo ist eigentlich die Queen? Ja, das Beweisfoto von Christian Fuchs, von unserem Berlin-Reporter, vor dieser roten Londoner Telefonzelle im Tiergarten stellen wir ihn nachher auch noch auf unsere Facebook-Seite zusammen mit den anderen Zielen, die da entstehen werden. Denn wir reisen gleich noch ein paar 1000 Kilometer weiter nach Indien. Es gibt auch eine Ecke hier in Berlin, da denken Sie, Sie stehen vor dem Taj Mahal. Der Berliner Rundfunk 91.4, 6.45 Uhr jetzt. Guten Morgen. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs nimmt Sie heute früh mit auf Weltreise. Dafür ist er nicht in den Flieger gestiegen, sondern kurft wie immer mit seinem Reporter-Truck durch die Bezirke. Auf dem Beifahrersitz sitzt Lasse Walter, ein Berliner Fotograf, der ihn an Orte hier in Berlin führt, die aussehen, als wären sie in London, in Paris, in Rom oder auch in Indien. In Indien sind die beiden jetzt und da müssen sie sich nicht mit tausenden Touris durch die Sehenswürdigkeiten quetschen, sondern einfach nur in Wilmersdorf aussteigen. Namaste, ihr Lieben. Wir stehen hier wirklich vorm Taj Mahal und das ist wirklich beeindruckend. Es ist eine weiße Moschee, große Minarette, die Kuppeln, die Fenster sind auch so leicht verschnörkelt. Das hat alles so einen orientalischen Touch. Und wir stehen hier in der Brienner Straße, Ecke Berliner Straße, ist quasi im Ortskern von Wilmersdorf. Da erwartet man so ein Gebäude echt nicht. Aber wir haben einen Nachteil fürs Foto zumindest. Es ist eingerüstet, das heißt, hier wird gerade ein bisschen saniert. Deswegen hat Lasse schon mal ein bisschen in Erfahrung gebracht, wo wir denn ein gutes Foto machen können. Sag mal, Lasse, wie kriegst du denn eigentlich deine Ideen für die ganzen Fotos und so weiter? Bist du den ganzen Tag in Berlin unterwegs und suchst? Nee, das war ein Tipp von einem Freund, der meinte, kennst du nicht das Taj Mahal von Wilmersdorf? Und da habe ich gedacht, okay, das muss unbedingt dabei sein. Insgesamt sind es ja 40 Orte in ganz Berlin und du hast gesagt, hier in der Nähe ist auch noch irgendwo Russland. Genau, hier, wenn man durch die Wipfel guckt, sieht man so einen Zwiebelturm und das ist die Christi-Erlöser-Kathedrale, die in Moskau das Original steht. Ich sehe es gerade tatsächlich, sieht tatsächlich so ein bisschen aus, so Kreml-mäßig, Zwiebeltürmchen, hier einfach die Berliner Straße noch ein Stückchen runterfahren. Also hier sind Indien und Russland, Moskau, wirklich nur ein paar hundert Meter weiter. Wir werden an einen anderen Ort gehen, und zwar in die Stadt der Liebe nach Paris, ins Land der EM.
nach Frankreich. Alles klar, hören wir Christian Fuchs natürlich dann auch. Und Fotos von unserem Berlin-Reporter, die täuschend echt so aussehen, als wäre er in London oder Indien gewesen, stellen wir Ihnen auf unsere Facebook-Seite. Nachmachen ausdrücklich erlaubt. Der Berliner Rundfunk 91.4, 7.21 Uhr jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen, Hauptstadt, 8.41 Uhr am Mittwoch. Hier ist der Berliner Rundfunk 91.4. Mitten in Berlin finden Sie die ganze Welt. Es gibt mindestens 40 Orte hier bei uns in der Stadt, die so aussehen, als wären sie in anderen Ländern. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs ist heute mit dem Berliner Fotografen Lasse Walter unterwegs. Der hat ein Bildband gemacht, wo er sich an genau diesen Orten selbst fotografiert und damit seine Freunde ganz schön an der Nase herumführt. Mal ist er in London, mal in Indien, mal in Moskau. Dabei hat er Berlin gar nicht verlassen. Christian, hallo. Schon ein Selfie aus London geschickt. Das liegt bei uns im Tiergarten. Und eins kam auch schon vom Taj Mahal in Indien. Das ist in Wilmersdorf. Jetzt kommt noch, passend zur EM, eins aus Frankreich dazu. Dafür ist Christian aber nicht weit gefahren. Er musste nur einmal quer durch die Stadt nach Wedding. Wir machen das ja schon den ganzen Morgen, deswegen natürlich auch hier die standesgemäße Begrüßung. Bonjour Simone, bonjour Tom, schönen Gruß zu euch nach Steglitz. Und wir stehen hier tatsächlich an der Müllerstraße, dem quasi Champs-Élysées von Berlin. Denn hier ist auch der Eiffelturm, das ist ein 12 Meter hoher Turm. Sieht genauso aus wie der Eiffelturm, nicht ganz so groß logischerweise. Und es steht hier, weil hinter uns ist das Centre Français, also das französische Kulturzentrum. Es gibt ja auch so Boulebahn, das ist ja Nationalsport in Frankreich. Und der Eiffelturm ist auch quasi der Anfangspunkt von Lasse, denn das war quasi der Ursprung der Idee, das hier überhaupt zu machen mit den Fotos von Berlin. Wie bist du darauf gekommen? Genau, Ursprung war vor 4 Jahren ein Bild im Internet, wo 3 Mädels vor einem Hochspannungsmast standen und der für den Eiffelturm gehalten wurde. So ist die Idee entstanden, das haben wir in Berlin besser und es gibt viele kleine Zwillinge. 40 Orte sind es in der ganzen Stadt, kann man auch bei dir im Buch tatsächlich nachgucken. Wie reagieren denn die Leute, wenn die Fotos sehen? Das heißt, fallen die tatsächlich drauf rein? Ich habe im Vorfeld das tatsächlich getestet von einem Foto von mir hier vor diesem Eiffelturm und eine Freundin aus Paris hat mich sofort zum Kaffee eingeladen. Also es hat funktioniert, obwohl ich dazu geschrieben habe, ich bin in Berlin Wedding. Reinfallen kann man auch ein bisschen darauf, dass man denkt, wenn man vorbeifährt, das Ding ist ja, muss ja aus massivem Stahl sein wie der Original-Eiffelturm. Aber wir können mal direkt rangehen. Das Ding ist einfach nur aus Holz. Das ist wirklich eine Holzkonstruktion, sieht aber täuschend echt aus. Und es hat noch eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Original-Eiffelturm von Paris. Hier sind nämlich so kleine Lämpchen dran, kleine Glühlampen. Und wenn sie dann hier abends vorbeifahren, dann ist der Eiffelturm auch beleuchtet. So ein bisschen wie das große blinkende Vorbild in Paris. Sehr gut. Großartige Geschichte. Das Buch von Lasse Walter, Weltreise in Berlin-Brandenburg, gibt es für 13 Euro. Und die Fotos von unserer Weltreise heute früh finden Sie für immer auf unserer Facebook-Seite. 8.43 Uhr jetzt am Mittwoch. Das ist Michael Jackson mit Black or White hier bei Ihrem Berliner Rundfunk 91.4. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.